So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, warum fokussiert das nicht jetzt? Ja, wir sind wieder mal draußen und ich habe hier auch schon eine Antenne in Baum gehangen. Ja, man sieht es leicht, die kommt dann hier rüber. Und ja, ich habe dieses Mal auch eine vernünftige Lampe hier mir gebastelt, wo man mal ein bisschen mehr sieht. Und ja, die hat einen hellen Spot und quasi einen, also außenrum auch aufhellend, sag ich mal. Ja, hier ist wieder unser ganzes Zeug. Wir sind jetzt hier auf 560 Meter und ja, hier wollen wir jetzt mal loslegen. Mal gucken, wie das hier heute so gehen wird. Heute ist Samstag, es sind sehr viele QRV. Es hat ein bisschen gedauert, ich hatte ein paar Antennenpannen, aber jetzt sieht's gut aus. Es geht sehr, sehr gut, also man kann nicht meckern. Also ich komme da auch rein bei allen, wunderbar. Ja. Ja, mal gucken. Also ich habe auch noch 2 Meter dabei, da packe ich auch gleich mal aus, guck mal, was da los ist und ob was los ist und wie weit ich komme. Ja, genau. Aber das geht auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr gut. Also ich bin beeindruckt. Die Antenne, die ist jetzt auch noch nicht optimal angepasst. Das mache ich gleich nochmal. Und da müsste es auch nochmal besser gehen. Ich habe das jetzt nur mal kurz zusammengesteckt und einfach mal auf Senden gedrückt, aber noch nichts exakt eingematcht oder so. Ja, genau. Wer war das jetzt gerade? Weiß ich nicht. Aber genau, ja, das ist hier die höchste Erhebung. Wie hieß es? Ich überlege gerade. Ja, irgendwas stand dran, irgendwas Hornberg oder so müsste das gewesen sein, genau. Ja, sage ich ja, das ist ordentlich. Ich werde hier gleich nochmal meine Antenne anpassen und so, dann geht es auch gleich noch besser. Ich habe jetzt nur erstmal kurz geguckt, ob es überhaupt geht und ich bin davon schon beeindruckt. Ja. Ja, sage ich ja, sage ich ja. Das geht echt gut. Sitzen 1000, ja, genau. Da gibt es ja mittlerweile auch schon die 5000 und ich glaube 2000 gibt es auch und so, ja. Ja, geht auf jeden Fall sehr gut. Ja, also Radio 5 kann man wirklich nicht meckern, wunderbar. Genau, ja, ist aber auch eine gute Entfernung, also geht auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, und wer war die andere Station, die hier eben noch mit drauf war, hier auf der QRG? Santiago 4, irgendwie komisch. Naja, vorhin habe ich auch noch eine Lampe halbe gehabt, aber die hat irgendwie Feuchtigkeit gezogen und die Stäbe war im Arsch. Und meine Gegenstation, die kann sich ja mal vorstellen, Gerhard, komm. Geht gut, also wunderbar. Ich bin beeindruckt. Kann man echt nicht Gerhard? meckern. Akkus haben.
Jawohl, Bernd, du kommst hier gut rein mit Santiago 5, Radio 5. Was kannst du mir geben? Ja, genau, ich kann dir genau die gleiche Werte geben. Ich habe zwar nur Handpatsche, aber es funktioniert gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Für eine Handquatsche, sehr schön. Wo war das QTH genau nochmal? Ich muss jetzt hier mal langsam mein Tablet auspacken und hier mal die Karten mit aufmachen. Genau, dafür habe ich es eigentlich mitgenommen. Ah ja, bei Elwang. Ja, da wollte halt auch noch, glaub, die Pulle und die Pumba wollten noch QRV kommen. Weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die sind auch da von Elwang. Und der hat ja auch der eine, ich glaube, die Pumba müsste das sein. Der betreibt ja den Simplex Repeater auf der 77. Ja, genau. Ja, kommst hier gut an, wunderbar. Also ich, ja, genau. Werd mir das gleich mal aufschreiben, so ein bisschen. So, wie war jetzt dein Skip nochmal? Also Jagst, so wie Kirchberg an der Jagst, ja? Jawohl, sehr schön, sehr schön. Und dann, genau, die andere Station, mit der ich jetzt hier vorher geredet hatte, dein Skip, den müsstest du mir auch noch mal kurz sagen, dass ich hier mein Logbuch mal schön weiterführen kann. Also hier ist die Station 13 Hotel November 711 am Alter Pascal. Alles klar, okay. Ich habe mir jetzt hier notiert, die Jagdstation der Bernd und die 13 Hotel November 711 der Pascal am Maik. Auf die Entfernung, ja, wo war euer QTH? War da Elwang, ne? Also nicht schlecht, nicht schlecht, ja, kann man nicht meckern. Nicht schlecht, ja. Ja, ich hab's übrigens hier auch gerade auf Video. Ich habe gedacht, die lustige Nachricht, da hole ich mal mein Handy raus, weil ich mache hier ein kleines YouTube-Video, ne? So ein bisschen, ja, ich will das ein Thema ein bisschen verbreiten, da ein paar mehr Leute auf CB-Funk holen, weil ich habe ja einen kleinen YouTube-Kanal, wo so ungefähr 1000 Bastelbegeisterte abonniert haben und da dachte ich, das ist mal ganz cool, wenn ich da mal sowas zeige. Ja, mit dem Schweizer Taschenmesser, naja gut, also Santiago 2 habt ihr noch hergebracht. Hier habe ich natürlich auch ein unglaublich gutes QTH auf 560 Metern. Aber dennoch erstaunlich, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das funktioniert. Eieiei, ihr Schweine, ihr seid höher, HI. Habt ihr jetzt die QRG hier auch eins hochgewechselt, HI? Ei, ei, ei. Ich hab mal gehört, das ist dann, wenn man auch beim Pissen noch pissen muss. Mal kurz nochmal durch und dann bauen wir langsam ab.
Naja, dann kurbel ich jetzt auch mit durch und halt euch auf, weil er auf jeden Kanal ein QSO macht, HI. Nee, nee, ja, alles klar, dann 73, 55. Danke für die 55 auch. Hab ja schon ziemlich viele QSOs gemacht, also ich bin schon sehr, sehr zufrieden hier. Und ja, genau, dann macht's gut, schlaf gut und ja, man hört sich und stört sich. Möge die Modulation mit euch sein. Ciao, Kakao, bis deine Antenne. Halt dein Rohr sauber, genau, die Stoßstange, jawohl. Das muss auch immer sein, das ist ganz wichtig. Ja, ich bin morgen wieder, ach nee, das sage ich jetzt nicht, aber ja, ich mache morgen auch wieder mein Rohr sauber. Ja, bitte, das war jetzt gerade gut. Oh, Triple Five kann man mal gehen, HI. Jawohl, ciao, ciao, 73. So, Markus, ich bin gleich mal wieder da. Ich gucke auch mal noch mal schnell durch, ja? Jawohl, dann hören wir uns gleich wieder auf der 16. Ich drehe nur vorher mal kurz durch, was noch so los ist. CQ, 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 CQ. Hier ruft die Station Skelephone Mobil. Ist hier jemand QRV? So, und den Simplex-Repeater auf der 77 QTH Ellenberg, den können wir auch mal ausprobieren. CQ, 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 hier ruft die Station Skelephone. Ist hier jemand QRV? Der ist hier ganz in der Nähe. So, wer piepst denn hier immer rein? Du kommst hier ganz gut rein, du musst hier in der Nähe sein. Naja, das scheint wohl nur ein Störer zu sein. Ja, genau. Die SDR, RTL-SDR-Sticks sind das. Ja, da habe ich auch ein paar rumliegen. CB geht mit denen auch noch gerade so. Da rauschen die zwar schon ganz schön wie ein Wasserfall, aber es geht noch gerade so. Und ja, mein Funkgerät meckert, der Akku ist leer. Da wird es gleich ausgehen, muss ich ihn dann gleich mal wechseln. Aber ja, genau. Ja, mit dem Abkonverter, das ist an und für sich schon nicht schlecht. Aber wenn du dann gleich dir da was kaufst, das auch dafür gedacht ist, da hast du natürlich schon noch mehr Qualität und auch mehr Auflösung, was halt letzten Endes wieder bessere Signalrauschabstände dir bringt und so, ne? Oi, oi, oi. Gucken, ob der noch mal reinblödet. Ja.
Na gut, genug Blödelei. Mal weiter. Er ist jetzt schon um eins, ne?